ค่ะเดอุเวอร์อุนพอนส์อัลสไทเลฮอยเจอบายพอนพนาคอกสตรีโอยานิกเชฟขอบพอนขอบอีฮอยเธออีกขอบดีเซสังขยาหน้าไข่สังขยาฟักทองยาวัสคอกสตูฮอยเธอดีเซ einen Nachtisch ja warum aber den sie sagen ich kann das auch nicht oder ja oder ich kann nur kochen ja. Da hat tatsächlich jemand gefragt, ob wir nicht mal einen Thai-Nachtisch machen können. Och, und das haben wir gerade mal so ganz spontan doch mal hier übernommen und haben dann aufgrund dessen einen Nachtisch gemacht, ne? Also, man sieht wieder, wir gehen voll auf unsere Abonnenten drauf ein. Sie wünschen, wir spielen. Ja. So, was ist das denn heute? Coconut Milk, Kürbis, Zucker, Salz. Ei, ja. Also es gibt was mit Kürbis, kannst du ohne machen. Yeah. Ich glaube, das ist so eine Art Pudding oder irgendwie sowas, ist halt irgendwie sowas in der Art. Ne? Also ihr müsst mal gucken da, also ist schon was Spezielles hier, aber ein typischer Thai-Nachtisch. Yeah. Ja? Lass uns mal anfangen. Ja, yeah. Gucke mal. Ich gucke. An Zutaten. Einen Kürbis aus dem Garten. Nee, im Garten, im Markt. Ja, aber wir hätten doch. Wenn wir hätten, dann haben wir. Ja. Aber wir hätten gerade nicht. Hm. 4 Eier. Bei Toi. Bei Toi, dieses Sumpfgewächs, was im Sumpf gerne wächst. Kokosmilch. Kokosmilch. Zucker. Kokoszucker? Ja, Kokoszucker. Aha. Müsst ihr euch mal übersetzen. Was ist das? Ja, ist das ja? Kokoszucker, ja? Ja. Okay. Und diese süße Milchsahne da. Ja. Bisschen Salz. Bisschen Salz. Zucker, bisschen. Zucker. Andere Zucker, ja. Dann die Backpulver. Ja. Ja. Und Aroma nach Geschmack. Zitronen oder Orange oder. Nach Geschmack. Ja. Was du haben möchtest. Also. Bei Toi. Ja. Das findest du wahrscheinlich im Asia-Shop. Richtig. Wahrscheinlich. Bei Toi heißt das. Schwierig zu finden. Kann man auch Spinat nehmen. Kann man. Nein, Spinat? Richtig. Warte mal, ich muss eben gucken nach Hund. Muss ich machen hier. Geöffnet. Lock. Lock, oder? Ich weiß nicht, was du da machst. Jetzt machst du da jetzt eine vierte. Faktor. Entschuldigung. Vom einer Woche schon. Faktor. Abonnenten verloren. Was ist das? Das Ding heißt wirklich so. Diese Kürbis. Ja. Diese Kürbis. Dieser Name von Thai. Richtig. Ja. Aber ich nicht sage. Andere. Ich sage diese, ja. Dann schon geöffnet die. Komm zurück, dann die schon geöffnet diese vier. Also diese öffnen. Ja. Dann geöffnet. Du machst die Kerne raus. Kerne nicht put away, muss man fangen. Oh, so viel. Du hast bestimmt den Hochskerne. Ja. Mm. Super. So, wenn der dann leer geräumt ist und noch was vom Kürbis da ist, dann machst du, ja, das ist er hier. Vielen Dank, Marc. Der vom Marc. So. Aber kleiner, aber ich habe so alle. Also mixi, glaube ich, ganz gut hier. So, jetzt lebt bei Toi. Was machen wir damit? Würgen. Den musst du würgen. Nee, doch nicht würgen. Nur einmal würgen. Oh, Eier. Ah, ja. Was machst du da heute? Das hat auch noch kein Mensch gesehen, sowas. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Gewürgter bei Toi und 4 Eier da rein. Ich weiß nicht, was du da jetzt machst. Bisschen Salz. Salz. Ganz wenig. Zucker.
mehr? Oh, zwei Löffel, ja. Mach mal drei, ich bin ein Süßer. Nein, hier. Ja, okay, ist ja gut. Oh. So. Ach so, jetzt kommt noch ordentlich Kokoszucker hinein. Oh, das sieht schon mal gut aus. Sehr schön. Und Kokosmilch auch noch. Ja. Oh. Heute gute Karolin. Pon, ja? Hast du keine Schere? Ach, du bist echt arm dran, du ehrlich. Doch. Ich hab. Echt? So. Dann? Jetzt pass auf. Entschuldigung, haben Sie keinen Dosenöffner? Ja, hat da eben. Sie hat gesagt, ich habe Dosenöffner. Guckst du? Ich habe dort. Dosenöffner auf Thai. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Tila, du könntest gut auf dem Bau arbeiten. Etwa. Okay, das habe ich gar nicht geguckt, das war ungefähr eine Vierteldose. Yeah. Eine Vierteldose. Ein bisschen Honey. Jetzt war ich da und wieder würgen. Würgen. Den Bai Toi. Wieso hängt denn wieder? Eine Frage, haben wir wirklich keine Dosenöffner? Hatte. Haben wir einen richtigen Dosenöffner? Ja. Ist das peinlich? Da kommt sie hier mit ihren Dosenöffnern. Was soll ich helfen? Die hier. Moment. Da. Ja, was denn da? Es steht hier schon. Ja. So, nü. Gut. Bisschen Salz. Bisschen mehr Salz. Eine Prise Salz. Dann langsam. Bleibt das Bai Toi da drin oder kommt das wieder raus? Au. So wie du am Würgen bist, kommt es bestimmt raus, ja. Ich denke auch so. Das war jetzt nur als Geschmack irgendwie. Ja. Nur als Geschmack. Die. Jetzt kommt's weg. Komm weg. Interessant. Warte. Ich warte. Hier kocht schon ein Dünster, ist das ein Dünster? Ne? Jetzt wird was gedünstet, glaube ich. Ja. Nur ja. Wasser. Hier unten drunter ist Wasser, das heißt also, er wird gedünstet. Jetzt, pass auf, weiter. Ein bisschen. Ein bisschen Backpulver. Mixi. Guck noch mal, das ist Baking Powder, ne? Also Backpulver, ja. Von Thai. Ja, Backpulver, von Thai, ja klar. Von Dr. Oetker gibt es hier keinen. So, jetzt, das alles hier durch den Filter. Nee, Sieb. Mais. Ah ja, da bleiben noch ein paar Reste. Ja, okay. Dann. Oh, jetzt kommt der Kürbis. Ach nee! Das habe ich noch gar nie gesehen. Du hast gesehen, aber du nie gucke zu viel. Wenn ich machen. So, was zu viel ist. Passt. Das sieht aus wie Pudding, du. Ja. Zitronen, oder? Up to you. Rum. Hab rum. Rum. Ach, mach Zitrone, mein Schatz, was du gerade deine Hand hast dir. Da werden aber jetzt wieder meine Abonnenten sagen, ach, ihr habt doch so viele Limetten. Ihr habt doch so viele Limetten im Garten. Warum nimmst du denn da hier Chemie rein? Ah. Ich höre sie schon schreien, Porn. Ich höre sie schon. Dann? Ob das passt? Passt nicht. Hilflich.
wenn das aber dann jetzt nicht passt, die kluge Frau, die kluge Hausfrau hat ja dann noch einen zweiten Einsatz. Ja, aber ich habe Gold auch so. Okay. Aber diese kleine, ich muss ja. Passt schon? Diese. Oh diese? Nee. Kann nicht. Diese Gold. Das ist ein anderer. Ach, zum flacheren. Sehr intelligent. Ich habe nicht. Oh, ich habe aber nicht gucken. Hast du studiert? Ja. Oh. So. Er kommt schon mit Aroma, ne? Ja. Das kommt schon mit Zitronenaroma schon. Da hast du gut reingehauen, Schatz. Ja, schön. So. Oh. Was für eine Konstruktion. Das Ganze also jetzt dünsten. Wie lange? 45 Minuten. Ich guck auf die Uhr. Ja. Ganz kurz und ganz schnell. Aber wieso? Ich will nicht machen. Wieso? Weiß nicht. Ich bin so dick. Man kann so dick. Guck mal, Zucker, Mehl und wenn Mutter leiden hier, Papa leiden hier, ich habe Papa gerne, ich habe gemacht. Die Boy, wenn ich Mutter esse, dann ich mag für Boy. Aber Leute will nicht. Sam, mein Mann auch so, Sam Uwe auch so, will nicht essen Kürbis, aber wenn die inside me eye Pudding, Pudding, dann. Er kann da essen, aber die Kürbis. Ah, Kürbis, ja, ist auch nicht jedermanns Sache. Nee, nee. Aber es ist eine schöne Form, muss ich sagen. Ne? Tila, wird es am Spitzen? Ja, ganz so heiß. Oh, die ist wieder rein. Mach Erkönchen auch nicht. Wir haben nur keine, mein Schatz hier. Also, wir lassen das jetzt hier mal dünsten. Ja, ganz schnell und ganz lecker auch so. Gut. Ja. Ist das schön fertig. Ja. Dann diese, ich weiß nicht, auch so. Wir müssen Test machen, oder? Hier. Die Bombode, die Wasser. Ja. Tun fertig. Fertig, ka. Na, ging mir, ka. So sieht das dann aus. Also innen mit der Füllung drin. Paul hat das schon aufgeschnitten hier, ob das dann gut ist mit dem Kürbis. Ja. Und dann wird der. Schneiden für Kuchen, ja. Schneiden für Kuchen. Oh, ich hoffe, den Kuchen. Du. Oh, schon wieder Herz allerliebste. Oh. Oh. Ach nee. Ach, ist das schön, Paul. Nee, das müssen wir so machen, das müssen wir so machen. Das müssen wir so machen, das ist also, das ist ja was. So, sieht das aus wie ein Kuchen, ehrlich doch. Das hast du aber toll gemacht, ich bin stolz auf dich. Ja. Jetzt pass auf. Gerade richtig, wenn man gerade vom Zahnarzt kommt, dann kann man das nämlich jetzt so einfach hier in der Hand nehmen. Das ist wunderbar weich und dann kann man das schön hier schlummern. Die Poi so liebe. Mutter auch so, Papa auch so. Aber es riecht. Wie riecht das denn nur? Es hat was vom Pudding. Ja. Es ist eigentlich auch Pudding, oder? So? Ja. Ganz süß. Ganz süß, wirklich wahr. Ganz süß. Kokosmilch kommt gut raus. Und das ist gut. So, ein roter Kürbis da drin. Naja, Kürbis, naja. Im Sommer schmeckt auch ohne Kürbis, ne? Also, doch, also ganz süße Sache. Eine ganze süße Speise. Viel Kokosnuss drin, süß, Zucker. Nicht schlecht, mein Schatz. Also man kann es natürlich auch so machen, ne? Wenn man bitte Zitronen, oder? Ach, der war jetzt mit Zitronenaroma. Ja. Der hier. Hm.
Oh. So wie, aber. Da hätte ein Tropfen auch genügt, mein Schatz, bei der Menge. Mhm. So viel. Mhm. Mhm. What's so viel? What Zitrone. Ja. Yeah. Mhm. Wir haben ihn jetzt stehen gelassen eine ganze Nacht, ne? Ja. Ganze Nacht. Mhm. Braucht, glaube ich, gar nicht mal so arg lange dann stehen, Alter, ne? Nicht so, so viel, so viel. Original besser. Mit Zitronenaroma. Muss nicht sein. Original gut. Ja, das war schon zu viel. Na, also wirklich gut. Ja. Oh, ich sag heute mal. Neu, bitte. Ja, ich bin. Neun. Okay, neun. Einer, Covid, ich will nicht essen. Okay, neun. Nee, es wäre wirklich gut. Wirklich gut. Also ein richtig schöner Nachtisch. Du brauchst ja gar kein Dr. Oetker Puddingpulver machen da. Das kannst du ja selber machen, sehe ich ja hier ganz einfach. Weil Thorn alles kann. Also ich würde mal sagen, 9 Punkte. Wer den Kürbis nicht will, macht es dann ohne. Das funktioniert einmal frei, ne? Also, lecker Nachtisch. Kann dann also machen mit Stickerei. Coconut Mio mit Stickerei, weil ich will. Ach, und dann mit Mixen? Ja. Nochmal eine Abweichung dann wieder, ne? Machst du das in den Pudding auch nochmal wieder Reis rein, oder? Nee, jetzt die gleich unten, dann die Pudding oben. Stück Reis unten und oben drüber dann den Pudding machen. Ja. Abweichung, kannst auch mal. Also, ich würde sagen, das war's für heute. Immer an denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand, heute mal was Süßes. Und tschüssle, ciao. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอูเวอร์อุ่นพรค่ะขอบคุณค่ะชูสี่ห้าประเดี๋ยวเลยเซฟูดวิดรัวเกินเฟียติอุ่นชูสี่อาโบอุ่นถึง unten rechts und ich habe noch kein Lob an meine Chefköchin ausgesprochen. Ja. Ein fettes Lob. Ja. Und tschüss. Tschüss.